Ja, hallo meine Freunde und wieder herzlich willkommen auf meinem Kanal Mopa Reportagen und mehr. Wie versprochen, hier ist das Crossel-Video. Ja, was haben wir denn nun heute alles? Als erstes, was ist in der Woche passiert? Ja, das gibt's auch mal wieder. Als zweites, was gibt's denn Schönes an Trainspotting? Von Micha und von Sven. Als drittes, wie sieht es denn mit der Mopa aus? Geht es dann irgendwann mal weiter? Und als viertes, was hat er denn morgen geplant? Pakete gibt es diesmal nicht. So, okay, also, fangen wir mit dem ersten Punkt an, nämlich, was ist in der Woche passiert? Ihr fragt euch jetzt sicherlich, wieso hat er denn das jetzt wieder mit auf die Liste genommen? Nun, ich sage es mal so, ich habe in der Woche ein paar Ereignisse gehabt, die möchte ich auf jeden Fall hier in dem Video erwähnen. Ne? Weil sie für mich wichtig sind. Zum einen habe ich eine unfassbare, ich sag mal nicht Sauerei, aber Schande mitbekommen, wo ich mich frage, wie soll das bloß weitergehen und wie wird es wohl mal bei mir aussehen? Als zweites war ja die Geschichte mit den Paketen, die ja noch in der Woche passiert ist, und das dritte von gestern. Ja, der erste Punkt, wie gesagt, das ist in der Woche passiert, ich glaube, das war am Montag oder am Dienstag. Da bin ich zur Klobus gefahren, ganz normal einkaufen. Natürlich eine Maske. Ich wollte meine Gasmaske mitnehmen, aber ich hatte so schlechte Laune. Und dann sag ich, scheiße, lass es. Ja, bin einkaufen gewesen. Und ich muss ehrlich sagen, also die Lebensmittel sind schweineteuer geworden. Es ist eine Sauerei, was hier passiert. Ja. Ich habe wirklich 45 Euro für 12 Artikel ausgegeben. Das ist ja nicht mehr normal. Okay, ich zähle mal noch die Chicken McNuggets von McDonald's und den Kaffee dazu. Ne? Ja, dann stand ich dann dort an der Kasse und vor mir war eine ältere Dame. Die hatte vielleicht 10 Artikel. Darunter war Wurst, Käse, Saft. Ich glaube, da war noch Salat dabei. Naja, es war jedenfalls ein bisschen was. So. Ich sollte dann bezahlen. Und das hätte 15 Euro ein paar Zerquetschte gekostet. So. Das ist nicht der Punkt. Aber die Dame hatte nur 12 Euro mit. Das ist wirklich traurig. Denn sie hat darum gebeten, dass sie doch die anderen Artikel, die zu viel waren, trotzdem bekommen darf. Aber die Kassiererin war eiskalt und hat gesagt, nee, tut mir leid, geht nicht. Da müssen sie halt die Artikel hier lassen. Aber ich brauche doch was zum Essen, hat sie gesagt. Ja, sie haben doch genug dabei, oder nicht? 3 Artikel müssen jetzt weniger, oder 2 Artikel so und schraus, was sie weniger haben wollen. Und gut ist. Hinter mir war noch so ein Student, der natürlich seinen Mund aufmachen musste und meinte, er soll hinmachen, er hat noch was zu tun. Ich wollte mich eigentlich umdrehen und was sagen und ich dachte mir, nee, komm, lass es. So, und habe ich dann eiskalt gesagt, wissen Sie was, ich bezahle das jetzt. Ja, das habe ich gesagt. Ja, das geht aber nicht so. Ich sage, warum geht das nicht? Da geht das. Da habe ich mein Portemonnaie aufgemacht. Hab die 3,50 Euro hingelegt, die noch gefehlt haben. Sag, bitteschön, hier. So. Die alte Dame konnte es nicht fassen. Hat sich nur 3-4 Mal bedankt. Dann war ich in der Reihe, hab mein Zeug eingepackt. Ich bin dann noch zu McDonald's, wie gesagt, hab meine McChicken geholt und einen Kaffee. Die alte Dame hat gewartet, weil ich wollte ja mit ihr noch rausgehen zusammen. Ne? Aber es ist wirklich eine Schweinerei, was hier passiert. Dass alte Leute sich nicht mal was zu essen leisten können, das ist
Das ist nicht schön, muss ich echt sagen. Das ist nicht schön. Und als wir dann draußen waren, ich habe mich von der alten Dame verabschiedet und meinte die dann tatsächlich wortwörtlich, und das ist wirklich so gewesen. Ich habe schon so viel erlebt in dem Land. Ich habe Haar überlebt, ich habe Honecker überlebt, ich habe die Russen überlebt. Das, wenn ich das gemeint habe, ist ja egal. Aber das, was jetzt gerade passiert, nee. Ich bin froh, wenn ich weg bin. Hat die wirklich gesagt. Traurig. Echt einfach nur traurig. Na, ich habe mich dann von der Dame verabschiedet, habe trotzdem alles Gute gewünscht und bin dann halt nach Hause gefahren. Natürlich mit viel Wut im Bauch. Vor allen Dingen über diesen netten Studenten, der hinter mir stand, der absolut kein Verständnis dafür hatte. Wart mal ab, wenn du mal alt warst, mein Freund. Wart's mal ab. Mal sehen, ob du dann auch im Dreck nach Essen wühlen musst. Oder überhaupt noch als alter Mensch akzeptiert wirst. Bei mir aus können das jetzt irgendwelche Leute wieder nutzen, ja, um daraus Mist zu basteln, ist mir sowas von egal. Aber das musste ich einfach mal loswerden und das auch im Video, weil es einfach eine Schande ist, was hier los ist. Ja, diese Menschen, die haben vielleicht Deutschland mit aufgebaut oder was, also nach dem Krieg, man weiß es ja nicht. Da war es eine Trümmerfrau. Ich wollte sie ja nicht weiter fragen, aber ich gehe mal davon aus, wenn die Haar überlebt hat, na, dann wird es schon ziemlich alt gewesen sein. War aber noch ziemlich fit. Das ist trotzdem scheiße. Sorry. Gut. Das war das zu diesem Thema. Muss ich einfach mal loswerden. Ihr könnt ja von mir aus vorspielen, wenn es euch nicht gefallen hat, was ich erzählt habe. Und springt einfach weiter zum Trainspotting. Aber ich musste das einfach mal erzählen. Gut. Der nächste Punkt der Woche war die Pakete. Die habe ich aus dem Grund nicht ausgepackt mit Video, weil es meistens immer nur Vintage-Technik war. Ich habe ein paar schöne Walkmans wieder bekommen von meiner Sammlung und die Tonbänder, und das interessiert euch sowieso nicht. Also ich meine, die meisten interessiert das nicht. Und genau aus dem Grund habe ich auch kein Video von gemacht. Ja, und der dritte Punkt war das mit dem Tonbandgerät von gestern, was ich ja getestet habe. Einigen hat es gefallen. Möchte nur von mehr sehen. Ja, das kommt auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass ich das hinbekomme mit der Restauration, weil mir hat jemand geschrieben, dass es nicht so einfach ist. Da muss man schon Ahnung davon haben. Also ich bin nicht blöd. Ich habe schon Videorekorder repariert, ich habe schon DAT-Rekorder repariert, ich habe schon Walkmans repariert. Ich werde wohl so ein Tonband noch hinkriegen. Wenn ich es nicht hinkriege, das werden wir ja sehen. Erstmal aufmachen, mal reinschauen, was da jetzt genau passiert ist mit dem verbogenen Wickelteller, warum das nur auf einem Kanal geht und so weiter und so fort. Sollte ich es wirklich nicht hinkriegen, ja, dann ist es halt so. Aber ich hoffe doch, dass ich es hinbekomme. So viel ist da nicht drin. Da ist noch ein kleiner Verstärker drin, der für die Übertragung zur Anlage zuständig ist. Da sind ein paar Motoren drin, ein paar Transistoren, ein paar Widerstände und ein paar Elkos, und das war's. Ein paar Relais, ein paar Schalter. So viel kann da nicht kaputt sein. Aber schauen wir mal. Das hat noch Zeit. Gut. So. Das war das, was in der Woche passiert ist. Und jetzt kommen wir zu Punkt 2. Und das ist wieder ein bisschen Trainspotting. Und lasst euch überraschen, was diesmal dabei ist. Es ist nicht viel, aber es ist auf jeden Fall was Sehenswertes. Film ab.
Na, das war doch ganz okay, oder? Die Parallelfahrt mit der 118, die Rangierfahrt mit der 118 und natürlich auch die Dampflok. Na? Und dann noch das Dreibein. Dazu sage ich dann noch was. Ja, vielen Dank nochmal an Micha und an Sven für das Bildmaterial und von Bernd die paar Bilder, die ich mit eingebaut habe. Na? Die sind nämlich in NRW entstanden. Gut, das war das Thema Trainspotting. Und jetzt kommen wir noch zum dritten Thema, nämlich die Modellbahn. Und wir können sich schon denken, was da kommt. Thema das Haus oder die Häuser. Ja, ich wollte sie zusammenbauen. Ich wollte es eigentlich heute machen. Aber ehrlich gesagt, ich habe dazu einfach heute keinen Bock. Und wisst ihr, warum ich keinen Bock dazu habe? Weil ich mich ausruhen muss. Warum? Da kommen wir jetzt gleich dazu. Ja, das andere mit dem Fahrvideo, die Geschichte. Ich weiß, wenn du da so lange alles dasteht, dann verstaubt es wieder, aber das ist kein Problem. Dann wird es halt entstaubt und dann klappt das auch mit dem Fahrvideo. Ich muss erstmal hier noch rauswackeln. Nicht, dass es hier schwarz wird. Das ist übrigens die 241, die ich fotografiert habe in Naumburg. Das ist auch schon eine Weile her. Weiß ich irgendwann nochmal wieder. Ja. Gut. Und ansonsten Modellbahn. Fällt mir jetzt nicht weiter ein, außer Fahrvideo und Stadt weiterbauen. Aber wann das passiert, schauen wir mal. Es ist nicht so einfach zur Zeit. Weil man hat einfach keinen Bock dazu. Das ist jetzt nicht, weil ich jetzt nur noch Hi-Fi-Technik versuche zu reparieren und mich nur noch auf Walkmans und Vintage-Technik konzentriere, sondern ganz einfach, ne, man muss auch die Lust dazu haben und die Konzentration. Gerade das Haus zusammenbauen, das ist kein Problem. Das kriege ich noch hin und das werde ich vermutlich am Sonntag machen. Je nachdem, wie es mit dem nächsten Punkt aussieht. Denn jetzt kommen wir zu Punkt 4. Und Punkt 4 beinhaltet natürlich die Tour. Die geplante Tour für morgen. Und ich habe mir schon alles rausgesucht, was ich vorhabe. Ich werde nichts verraten. Ich sage nur so viel. Es wird nur vermutlich mit dem Fahrrad gefahren. Und nur die Rückfahrt, also und die Rückfahrt aber dann mit dem Zug. Weil alles mit dem Fahrrad hin und zurück, das war zu viel. Wer weiß, ob das alles klappt, wie ich mir das vorstelle. Denn Google Earth ist was anderes als real. Ja, das haben wir ja schon mittlerweile ein paar Mal festgestellt mit meiner Verfahrerei. Ja. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich 60-80% hinbekomme. Was dann noch weiter passiert, und was ich so entdecke, was ich nicht kenne, das werden wir dann sehen. Fakt ist, es werden morgen wieder Gleise vorkommen. Weil ja die letzten gemeint haben, ja, das mit dem Militär und so, das ist nicht dein Ding. Lass das mal lieber bleiben, das ist nicht deins. Überlass das den Leuten, die davon Ahnung haben. Was ist denn das? Darf ich nicht anderes Film fotografieren? Also, bitte. Muss auch mal was anderes sein. Und ich wollte halt was anderes probieren. Und ich habe das auch schon vorher gemacht. Denn wenn ihr meine alten Videos anschaut, dann seht ihr das auch. Dass ich schon andere Lost Places gefilmt habe. Nee, ich rede nicht von dem Baumarkt. Ich rede von anderen Sachen. Viel weiter zurück. Ne? Ja, ich fahre alleine. Weil mein Kollege, Kumpel, Unterstützer hat leider keine Zeit. Der muss sich auch mal um private Sachen kümmern. Der kann nicht jedes Mal dabei sein. Und genau aus dem Grund fahre ich alleine. Wie gesagt, wo es hingeht, verrate ich nicht. Aber ihr werdet es auf jeden Fall erkennen. Denn ich werde natürlich, wenn ich losfahre, mich nochmal melden. Und dann melde ich mich wieder, wenn ich am ersten Punkt ankomme.
dann melde ich mich, wenn ich an den Punkt ankomme, wo ich filme, wo ich ja das vermute, was ich mir da anschauen möchte. Dann filme ich natürlich wieder die Losfahrt zum nächsten Punkt. Wenn ich dort ankomme, werde ich wieder filmen und der Rest, ja, wir werden sehen. Ich sag's mal so, das, was ich bei Google Earth gesehen habe, hoffe ich zumindest, dass noch die Hälfte davon existiert. Wäre schön. Wenn nicht, ist es halt so. Na, sind ein paar Bahnhöfe dabei, ein paar alte. Das kann ich ja schon mal fragen. Es sind ein paar Abzweigungen oder Gleise, die von der Hauptstrecke wegführen oder von der damaligen Hauptstrecke wegführen, sind dabei. Da habe ich auch eine Abstellung entdeckt. Die möchte ich mir angucken. Bei Google Earth existiert sie noch. Wie es in echt aussieht, wir werden sehen. Und vor allem, was da noch zu sehen ist. Ja. Aber wie gesagt, das entscheidet sich alles morgen. Und vor allen Dingen, wie mein Fahrrad durchscheint. Denn wenn das mir wieder jetzt Strich durch die Rechnung macht, das kann es natürlich diesmal nicht hundertprozentig sicherstellen, dass das alles so klappt, wenn das Fahrrad natürlich dann wieder streikt. Ich habe Vorkehrungen getroffen, kein Problem. Ich habe dieses Spray diesmal, 2 Flaschen dabei. Falls also der Reifen wieder Luft verliert, dann pumpen wir einfach das Zeug dann ein. Kein Problem. Ich nehme auf jeden Fall Werkzeug mit. Na? Luftpumpe logischerweise auch. Und die üblichen Sachen, wenn ich was erkunden will, womit ich nicht rechne, wo ich irgendwo rein muss. Na, man weiß ja nicht, ob da noch irgendwelche Gebäude sind. Bei Google Earth sieht es zumindest aus. Da muss ich auch was sehen. Ne? Also Kopflampe mitnehmen und die Taschenlampe, Warnweste, werde ich wahrscheinlich auch mit einpacken, obwohl ich mir sicher bin, dass dort nicht mehr fährt, zumindest der eine Abschnitt. Mit dem anderen Abschnitt kann ich nicht versprechen. Aber ich sag's mal so, und wenn ihr könnt ja davon ausgehen, dass es nicht weit ist von hier, wenn ich mit dem Fahrrad fahre, ich hoffe, dass ich durchhalte. Bis zum Schluss. Es sind ungefähr ja, knapp 60, 70 Kilometer, wenn ich es zusammenrechne. Das ist schon eine ganze Menge, weil ich ja auch viele Umwege fahre, um alles anzuschauen. Und ich hoffe, das gelingt mir auch. Na, wie gesagt, Google Earth ist was anderes als in real. Ich habe mir zumindest ein paar Screenshots gemacht, dass ich weiß, wo ich ungefähr lang fahren muss. Ich kann ja auch Leute fragen, ist ja kein Problem. Und dann schauen wir einfach mal, wie es morgen aussieht. Ich werde bei Zeiten losfahren, richtig zeitig. Deswegen muss ich heute mich ausruhen, bei Zeiten ins Bett gehen und damit ich morgen ausgeschlafen bin. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt das mit den Häusern nicht noch mache, weil ich einfach mal die restliche Zeit ausspannen will bis morgen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Tour. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Denn ich bin ja mal gespannt, was man da noch sieht von dem, was man bei Google Earth sieht. Ob da überhaupt noch irgendwas da ist. Nicht, dass ich dann dort ankomme und hier gibt es ja nur noch Sand und Gras, aber keiner. Na, ihr wisst schon, was ich meine. Lassen wir uns einfach überraschen. Ich werde es dann ungefähr bei der Hälfte der Strecke aufklären, was es ist und wo es hingeht. Das kann ja ruhig jeder wissen, das ist ja nicht das Problem. Es ist ja bloß eine alte Bahnstrecke. Trotzdem möchte ich es ein bisschen geheim halten, um die Spannung aufrechtzuerhalten. Ja? Ihr kennt das ja. Gut, das war's jetzt erstmal. Jetzt habe ich eigentlich genug gesabbelt. Wenn euch dieses kleine Quassel-Video gefallen hat, lasst mal ein Like da. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das sehen wollt mit der Restauration des Archive. Ja? Und ihr könnt mir ja natürlich auch Tipps und Tricks verraten, wie das jetzt mit meiner Modellbahn weitergeht. Vielleicht hat ja noch irgendjemand Lust, hierher zu kommen und mitzumachen. Na, das ist auch noch möglich. Das ist auch kein Problem. Hier gibt es Kaffee. Ich werde was essen einkaufen. Ja.
und so einen kleinen Obolus vielleicht mithelfen, meine Ahnung. Es ist ja nicht zwingend. Ich will jetzt nicht, dass ihr mit herkommt und sagt, ja, bitte macht meine Anlage weiter, ich bin zu faul dazu. Nee, so ist das nicht. Ich meine ja nur, wenn jemand Lust hat dazu. Weil man meint, einige Leute meinen ja, ja, wann geht's mir endlich weiter, wann geht's mir endlich weiter mit der Modellbahn hier. Ha? Na, das meine ich damit. Dann meldet euch. Kommt vorbei, helft mir mit. Dann hätte ich vielleicht schon viel mehr Lust dazu. Gut. Wenn ihr wollt, bin ich jetzt weg. Und drückt mir den Daumen, dass es morgen alles gut geht. Insbesondere der erste Abschnitt und der restliche Abschnitt. Da werde ich wahrscheinlich dann völlig am Arsch sein, da gehe ich mir hundertprozentig mal davon aus. Aber der letzte Abschnitt ist der schönste Abschnitt, finde ich, wenn es noch so aussieht wie bei Google Earth. Und ich hoffe, dass ich durchschneide. In den Worten bin ich jetzt weg. Tschüss.